Ja? Ich muss noch ein bisschen weiter zurück, zurück, zurück. Ein bisschen Runter? höher. Nee, höher, höher, höher. Höher, höher? Nein, stopp. Ja? Und jetzt ein bisschen nach links von dir aus. Links? Ja, stopp. Und noch ein bisschen runter. Das ist das Team. Herzlich willkommen in diesem Film. Okay, let me tell you something about my life. Because it's not easy at all. Because I know a girl for a real long time. And when I want to go out at night, we always got the same fight. Nee, was? Wer ist Andy Hertel? Das frage ich dir auch mein Leben lang. Jeden Morgen gestalte ich den Tag so, ne? Und er ist natürlich eigentlich immer wieder ein anderer. Manchmal mag ich ihn und dann ist es wieder so schrecklich, aber man kann da nicht fliehen, man ist es eben, ne? Mein Name ist Andy Hertel, geboren in Badenweiler. Baden. Baden. Mein Beruf, Weiler. Natürlich. Beruf? Ja heutzutage nichts mehr. Beruf kostet nichts. Schluckspecht. Der Schluck. Hamburger Filmförderung. Schluckspeck. Schluckspecht. Schluckspeck. Ja, Specht. Specht. Nicht Speck. Der Hamburger, Hamburger Filmförderung. Für die Alphabibs. Ja. Für die Rung. Den Film kriege ich jetzt gleich mit. Nein. Den kannst du hier. Ein typischer Low-Budget-Fall. Neben den Filmen dann später habe ich dann angefangen, auch Therapieausbildungen zu machen und habe gedacht, bei den Filmen kann ich das Ego studieren. Und jetzt weiß ich seit ein paar Jahren, also weiß es wirklich ganz genau, wir haben alle gar kein Ego. Also der Weg war ein bisschen, ich bin im Schwarzwald groß geworden, in Badenweiler. Mein Vater war Architekt und die Familie sonst eine Winzerfamilie. Dementsprechend hat mich natürlich auch immer der Wein begleitet. Und ich bin da unten das Kasperle gewesen, sehr lustig. Und kam hier hoch und habe das Gleiche, bin nach Kiel gefahren, um da Architektur zu studieren. Und habe den gleichen Humor dort losgelassen wie zu Hause. Und dann hat man gesagt, der Kerl, das war ein Humor, den man nicht versteht. Also dachte wirklich, ich bin ein bisschen blöd. Und dann war ich also so doch einige Jahre stumm, wirklich stumm. Kann man mit dir spielen? Ja. Und jetzt auf drei weinen. Eins, zwei, drei. Weinen. Alle müssen weinen. Noch mehr, es ist so traurig. Oh, es ist traurig. Imagine's Land! Imagine's Land, das Land! Ich habe mein Kasperle-Theater in der Kunsthochschule gemacht. Ja. Also ich habe da eigentlich nur Quatsch gemacht. Ich hatte so einen großen schwarzen Hut. Und dann war ein Durchgang, wer wird aufgenommen? Ich war also erstmal in den ersten 2 Jahren, wo man so ein bisschen ausprobieren kann. Und dann wird das überlegt. Und dann hatte ich also so ungefähr, als die da alle, die Jury drin waren, lag ich um 11 Uhr morgens noch im Bett und habe gesagt, na gut, es ist durch, es ist vorbei. Und dann bin ich hingefahren schnell und habe ein Abschiedsbankett aufgebaut. Ich habe da noch einen Kuchen gekauft und irgendwie ein weißes Leintuch und Playbach aufgelegt. Und das war eine nette Atmosphäre. Einer hatte da oben noch so einen schönen Baldachin hingehängt als seine Arbeit, die dann plötzlich irgendwie natürlich was meine wurde. Dann kam die Tür, ging die Türe auf und all diese Professoren aus der Zeit kamen raus. Herr Grimm, Herr Rake, Herr Vogel, der dann später Präsident wurde und diese und jene. Und die kamen alle raus und haben gesagt, Gott sei Dank, die waren völlig genervt von dieser ganzen, von dem Durchgang in der Aula. Und haben gesagt, hier ist es schön. Und dann haben sie sich hingesetzt an den großen Tisch und haben gesagt, so, bei wem willst du denn aufgenommen werden? Und dann habe ich gesagt, bei euch allen.
Dann haben sie sich so angeguckt und haben gesagt, in Ordnung. Ich durfte also bei jedem studieren und hatte dadurch einen Freibrief, in jeden, wo auch immer, in jedes Atelier reinzugehen und habe das auch als solches dann durchgezogen. Aber dann eigentlich dann war es dann oft auch so, dass die Professoren eher bei mir in der Kneipe waren als ich in ihrem Atelier. Aber so hat man halt gelernt. Ja. Ich habe dann eine Kneipe aufgemacht und habe gesagt, die Produktionsmittel besorge ich mir selbst. Und das war dann das Toulouse-Lautrec-Institut. Das lag genau neben der Hamburger Filmkoop, die in der Brüderstraße. Und dort waren eigentlich schon die ganzen Filme versammelt. Ich war eigentlich der Letzte, der dazu kam. Das war so ein bisschen so ein filmischer Dreifuß. Das war die Kunsthochschule, das war eben die Film- und Fernsehschule, die auch dann auch die Veranstaltungen machte, dass man im Audimax die Filme angucken konnte. Und die Brüderstraße war schon da. Da war Werner Nekes, was ich dann später kriegte, seine Wohnung, der dort seine Filme machte. Und Werner Krassmann, der sein Studio dort hatte, in das wir dann so peu à peu einzogen. Da habe ich dann eben die Leute alle kennengelernt, erst mal gebuhlt, damit auch Helmut mein Freund wurde. Der hatte ja damals alles in Schwarz-Gold, Schwarz-Rot-Gold, hatte er ein Briefpapier umrandet. Das war natürlich sehr frech, das für sich zu benutzen. Und ich bin hingegangen, ich habe meinen VW-Bus, was auch noch keiner gemacht hatte, auch Schwarz-Rot-Gold angestrichen, riesig groß als Fahne, was dann einige nachmachten in Hamburg, dass dann plötzlich Busse durchfilmen wie diese Deutschland-Fahne und das dann nur von Freaks, die da drin sitzen. Das war natürlich schon ein bisschen gewagt. Und über diese schwarz-rot-goldene Geschichte habe ich dann Kontakt zu Helmut gefunden und dann war ich da irgendwie mit drin, ja, irgendwie mit drin. Was die Hamburger gemacht hatten, die hatten eigentlich immer zwischen den Bildern was gesucht. Die suchten eigentlich so an dieses Bild genommen und das Bild und das zusammengesetzt. Und dann passierte eben das Gefühl dahinter, was man eigentlich gar nicht wollte. Also so für jeden etwas anders. Aber es war nicht so gewollt, sondern es waren tatsächlich dann Bildexperimente, die erzählt haben. Und eigentlich habe ich das dann später auch immer gemerkt, wenn ich einen Film sah, dachte ich, na, das kann ja nur aus Hamburg kommen. Und war dann auch so nachher, wenn ich dann den Abspann sah. Thank you.
damals gab es aber noch nicht diese ganze Trickfilm oder Software und so weiter, diese Möglichkeiten. Und das, was man da drin sieht, das sind dann Sachen, die, wo ich mir die Linsen geschliffen hatte und die vor die Kamera geklebt habe, wo ich ganz bestimmte Bilder aufgenommen habe, um diese Effekte zu haben und die wiederum irgendwo aufprojiziert, diese wiederum mit einem alten Fernseher abgenommen, der diese Schneefallgeschichten drin hat und das wieder abgefilmt. Und dann hatte ich endlich das, was ich haben wollte, dass man gar nicht mehr weiß, was da drin eigentlich passiert. Single 8, das war die 8 mm, das konnte man vor- und zurücklaufen lassen in der Kamera. Man konnte die fünfmal belichten und es war nicht nur einmal durch. Und dann hatte man dann so einen Überraschungsfilm. Dann hatte man das gemacht und so. Und dann so, guck mal, wie das da passt und so. Also es war natürlich immer eine Freude, dann so einen Film dann anzugucken. Es waren natürlich auch einige Leute, die wurden so ein bisschen abtrünnig. Die gingen auch zum NDR, aber die hatten Material übrig und das haben sie mir geschenkt. Und die vom Kopierwerk, die nahmen die dann mit. Wir haben also quasi jeden Tag, ich konnte da jeden Tag einen Film drehen. Die nahmen den Film dann mit, haben ihn abends mitgebracht dann wieder und das durften sie dann versaufen. Das war also mein Geschäftsmodell mit dem NDR. Ne? Du hast ja selber nie einen Film geschnitten. Das stimmt, das habe ich dir verraten. Das haben die aber damals nicht mitgekriegt, sonst wäre ich ja kein Filmemacher gewesen. Ne? Und zum anderen muss ich natürlich sagen, das Leben, das war so spannend, dachte, warum soll ich mich jetzt da hinsetzen und einen Film schneiden? Ne? Dabei passiert was Neues und das schneide ich in so einem alten Kram rum und ich könnte aber eigentlich da sein. Und das hat sich dann, und das muss man eigentlich auch sehen, gerade bei Super 8 oder mit welchem 16 mm habe ich ja dann auch ab und zu mal probiert. Es ist tatsächlich so, dass wenn ich eine Super 8 Rolle habe, das sind dann so 2,5 Minuten auf einer Rolle, eigentlich haben die immer einen Anfang und ein Ende. Also es ist so, dass man legt den Film ein und merkt, er hört da auf und irgendwie ist das in sich rund. Und das so hat eigentlich jedes seinen Charakter oder jedes Medium nochmal seine eigene Erzählweise, ohne dass man das eigentlich will, von der technischen Möglichkeit her. Und dann war natürlich Super 8 so schön einfach. Man konnte einfach die Filmchen nebeneinander legen und sagen, so passt das, du passt zusammen, du kommst hier hin. Insofern habe ich natürlich Filme zusammengeklebt, aber geschnitten, in eine Bewegung reinschneiden, ich kann das heute noch, immer noch nicht. Ne? Also das ist aber, mal sehen, vielleicht werde ich das irgendwann noch mal machen. Habe ich gedacht, vielleicht mal, ja. Weil du ja nicht geschnitten hast, hast du schon beim Film geschnitten. Also du meinst, du hast mal den Mind-Cut. Ja. Erklär doch mal den Mind-Cut. Der Mind-Cut ist für mich, das ist natürlich klar, weil ich zu faul bin, Filme zu schneiden. Ne? Wenn ich jetzt anfange zu filmen, habe mir vorher viele Filme angeschaut, welche gefallen mir, wie lang sind die Einstellungen, 21, 22, klapp, da, klapp. Und so, und dann habe ich also hier eine Naheinstellung auf das Ding und das hier und dann wieder alle, dann das ganze Team hier, dann wieder dich, dann vielleicht kaue ich auf den Fingernägeln, vielleicht das. Also irgendwie, was da nun so zu sehen ist. Ne? Und dann, dass ich das gar nicht mehr schneide, sondern ich erfasse die Situation und dann
dich 21, 22, 23, und dann schnell den Finger weg und dann auf das nächste und dann wieder die Totale und dann wieder das Kleine, egal wie das ist. Letztendlich ist die Geschichte dann immer doch, das kann man dann schon sehen. Und dass ich dann im Grunde genommen den Film im Kopf schneide, ich komme mit der Kamera an oder ich laufe nur durch und habe einen bewegten Durchgang oder ich mache es eben in kleinen Schnitten, aber auf jeden Fall, wenn der Film zu Ende ist, dann ist er auch fertig. Das ist mein Auftrag, ich muss einen Marathonläufer spielen. Kamera oder was ist das? Der erste Dokumentarfilm. Sie sehen Herrn Rüssel. Ja. Haben Sie 2 Minuten Zeit für mich? Ja, ich will gerade noch finden. Warte mal, ich habe den Zettel, glaube ich, in meiner Jacke. Da muss ich ins Auto gehen. Ich bin dann hier, ich rede mit ihm hier. Klose war damals Bürgermeister, ein sehr junger. Und er hatte einen Pressesprecher, Dieter Koslik. Der auch gewitzt, es war so eine nette, lustige Crew im Rathaus. Und auf einer Party haben sich das ausgedacht, jetzt machen wir mal Filmwirtschaft und 3 Millionen locker gemacht. Ne? Und so ist das eigentlich entstanden, dass bei der ersten Sitzung, das war in der Admiralitätsstraße, da waren 15 Leute, da ging es um Verteilungsgedanken, Gremium, wie das geht. Bei der zweiten Sitzung, beim zweiten Treffen, ich habe es wirklich noch so vor Augen, da waren das 60 Leute, die auch alle das Geld haben wollten. Und bei der dritten Sitzung, als man sich traf, wie das nun eigentlich gehen soll, dann war das plötzlich, dann waren es 120 Leute oder 140. Alle wollten das Geld haben. Und das war natürlich toll zu sehen. Was sind die Ideen? Was ist das Geld dazu? Und da konnte man eigentlich so merken, wie sich das so, wie diese Vorstellungen waren, ne? Auch wer dann forderte, gesagt hat, wir machen politische Filme, wir machen das, machen das. Und dann hatte man eben die Lösung gefunden, hat gesagt, gut, von dem ganzen Geld sind 30% sind dann für einen Experimentaltopf, um überhaupt die erstmal ruhig zu stellen und die anderen, dass die dann wirklich Film produzieren und lernen, die da im größeren Stil, also wirtschaftlich auch denken oder angedacht hatten und so weiter. Das sind dann natürlich alles Sachen gewesen. Da war ich nicht mehr so, ich war wohl dabei, ich war in dem Experimentaltopf sehr, sehr, sehr glücklich. Und die anderen, das wurde dann gestaltet von Reinhard Hauff, Helga Bär, und natürlich Hack Bohm und so. Das waren einfach andere Filmemacher. Die waren mir eigentlich, fand ich nicht so interessant. Also meine Helga hatte dort das Filmbüro gemacht, das war ganz großartig und so. Aber die Filme waren nicht das, was ich suchte im Filmischen. Sehr beeinflusst. Man wird von den Zuschauern gefangen oder man kommt in deren Projektionsbereiche rein und gestaltet sich auch selbst um, damit ich denen als Underground-Filmer vielleicht gefalle. Man wird aber fremdgesteuert. Und das war eigentlich, ich hatte es ja dann gehabt, dass ich mal schön bekannt war. Und dann merkte ich, das ist einfach nicht mein Weg. Was haben die denn bei mir zu suchen? Oder was habe ich vielleicht bei den anderen zu suchen? Genauso die Frage. Und habe dann eigentlich mich auch getrennt von Zuschauern, also wollte dann eigentlich wirklich wissen und studieren, was ist da eigentlich los, was passiert da? Und hatte dann dieses Angebot, mein Vater hatte ein Kino im Schwarzwald
Das mal, da hatte das immer verpachtet und dann habe ich das dann eben mit meinem Bruder zusammen betrieben. Das war so sehr schön in den Hang gebaut, in Badenweiler. Man hat ein Kurpublikum, die auch Zeit für anspruchsvolle Filme hatten. Da passten dann 600 Personen rein. Und das war natürlich ein schönes Experiment, tatsächlich mal ein Programmkino in einem Niemandsland, in einem unbekannten Land zu machen. Sehr starke innere Erfahrungen vorher gehabt. Plötzlich hatte ich Visionen und Schauungen und hörte Stimmen, sah Bilder, die schönste Musik. Dann sah ich auch noch die Kreuzigung. Dann dachte ich, vielleicht bin ich ja Christus. Habe dann viele andere auch getroffen später. Ich war nicht der Einzige. Aber das musste ich natürlich erstmal verarbeiten und hatte dann viele Möglichkeiten, dann eben quasi den inneren Film zu erfahren. Und das ist eigentlich immer mein Bildsprachenthema. Film, Traum und Wirklichkeit. Ich muss noch mal kurz klingeln hier. Das war die auch zu viel eben, ne? Zum Theater, nicht? Jetzt wird umgeschnitten. Und die Kamera, die schaut zu. Ja, danke. Die Bewegung. Ja, ihr könnt jetzt mit meinem Stöckchen auf die Jugend schimpfen. Ja, mach das doch mal. Ja. Das war früher nämlich alles besser, ne? Und das ist ein Pümpel. Und den habe ich mir verliehen. Das ist der goldene Pümpel, den habe ich vergoldet. Und jetzt ganz ein feierliches Gesicht aufsetzen. Nachher mit dem Pümpel. Ich bin ganz ergriffen. Und ich habe mir das immer gewünscht, dass ich einmal einen Preis bekomme, einen Preis, den noch keiner gehabt hat. Und ihr da draußen. Und auch Mama, wenn du jetzt im Himmel bist, nicht mehr da bist. Ich hab ihn endlich. Und darf ich? Ihr lieben Hamburger, dass ihr das miterleben dürft. Und das ist für die Zukunft. Und ich verspreche euch das. Das kann ich nicht. Danke, dass mein bester Freund auch mein Freund bleibt. Denn er ist unsterblich, es ist der Höllenwächter. Liebe Kinder, habe ich euch was mitgebracht? Das Ende!